Clownschule ist aus. Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns ein Spiel spielen. Das hier wird dir gefallen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so lustig. Also, du drehst die Haare so rum. Oh, verstehe. Papa! Oh, oh. Hey, Mädels, ich bin zu Hause. Was macht ihr da? Ihr kennt die Regeln. Erst wird gelernt. Oh, oh, das war Sophias Idee. Was? Ich bin enttäuscht. Das werde ich jetzt nehmen. Gib es mir. Nein, bitte nicht. Niemals. Wieso seid ihr so stark? Hab es. Oh. Das ist unfair. Das ist mir egal. In diesem Haus wird gelernt. Was für eine Schande. Die Luft ist rein. Zum Glück haben wir Ersatz. Und ich habe eine Idee. Wir kleben es an die Stuhllehne. Oh, ich liebe dieses Video. Nein, das ist unglaublich. Hörst du das? Das ist Papa. Schnell. Schnapp dir ein Buch. Seh beschäftigt aus. Mädels? Das ist total interessant. Das sind meine Mädels. Ich hab's ja gesagt, lernen macht Spaß. Er ist weg. Wo waren wir? Oh ja, das ist super. Schnell, Mami. Ich komm ja. Das ist der beste Platz im Park. Mir ist langweilig. Mami, ich will spielen gehen. Geh aber nicht weit weg. Ich will dich noch sehen, okay? Viel Spaß. Woohoo! Juck! Braves Mädchen, Olivia. Dieses Buch gefällt mir sehr gut. Hä? Olivia? Wo ist sie denn hin? Olivia, komm zurück! Oh nein, das ist ganz schlecht. Sie kann doch nicht weit gelaufen sein. Alles wird gut. Keine Panik. Olivia, Liebes, wo bist du denn? Ich habe überall gesucht. Das ist ihr Hut. Olivia, komm sofort wieder hierher. Keine albernen Spielchen mehr. Hey. Oh, tut mir leid. Gib mir meinen Hut. Ich dachte, du wärst meine Tochter. Ja. Olivia, da bist du. Ich habe dich überall gesucht und habe mir total Sorgen gemacht. Mach das nicht nochmal, okay? Luftballons zu verkaufen, nur $2. Oh, der könnte nützlich sein. Das sollte gehen. Der Ballon verfolgt mich. Oh, sie ist so süß und ich kann sie überall sehen. Ha? Zwei Ballons? Oh, hi. Oh, hey, gleicher Gedanke, was? Ich kann sie riechen. Wir sind nah dran. Schau sie dir an. Und alles für uns. Die sehen lecker aus. Nicht so schnell. Das sind keine Süßigkeiten. Aber das ist gesund. Langweilig. Keine Süßigkeiten mehr, okay? Das denkt sie. Hey. Was? Guck mal. Hier unten. Ach, was soll's. Schau dir das an. Oh, klasse. Und ich hab den Schokoaufstrich. Fantastisch. Aber was ist mit Mama? Das darf sie nicht sehen. Ich mach das schon. Hey, Schatz. Oh, hey. Lass uns tanzen. Wow, Papa ist so graziös. Aber egal, das ist meine Chance. Ich nehme eine Banane. Und stecke sie hier rein. Hallo? Jetzt stecke ich das Rohr ins andere Ende. Und drehe es ein paar Mal. Damit hole ich die Mitte aus der Banane. Genau so. Willst du? Na gut, ich hab's angeboten. Ein Bananenwurm, lecker. Und jetzt fülle ich die Banane. Ich gebe was von dem Schokoaufstrich in dieses Fach. Und schon fertig. Ich muss jetzt nur den Griff runterdrücken und dann die Banane abziehen. Sie ist gefüllt mit schokoladiger Köstlichkeit. Ich muss sie nur noch schälen. Die sieht gut aus. Ich kann deinen eleganten Bewegungen nicht widerstehen. Ich fühle mich wieder wie ein Teenager.
Braves Mädchen, du isst eine Banane. Hat's geklappt? Schau mal! Wow! Danke, Kleine! Hat sich gelohnt, meine Tanzschritte auszupacken. Es wird großartig werden. Ich liebe den Pool. Mami, ich will schwimmen gehen. Oh, natürlich, Liebes. Ich hol gleich deine Schwimmflügel raus. Oh, wo sind die denn? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt. Olivia, stell dich mal da drüben hin. Warum? Wie wär's mit einem Ruder? Auf keinen Fall, nein. Schwimmkarton? Das ist eine ganz schlechte Idee. Mami? Das geht nicht. Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Hier ist ein Schwimmreifen. Hey, Lady, der gehört mir. Such dir einen eigenen. Ich versuch's ja. Wenigstens habe ich eine Poolnudel. Warte mal, die kann ich gebrauchen. Schneide einen Teil der Poolnudel ab. Dann schneide mit einem Messer die Scheiben ab. Schneide dann das ganze Teil auf. Wiederhole das mit verschiedenen Farben. Und nun brauchen wir Kabelbinder. Fädle ihn durch die Löcher von zwei Schaumstoffscheiben. Und dann einfach festziehen. Mit den Kabelbindern werden die Scheiben miteinander verbunden. Und den Überschuss abschneiden. Nun kannst du schwimmen gehen. Ich fühle mich total schick. Mami, guck mal her. Arschbombe. Guck mal, ich schwebe. Oh, das ist so fantastisch. Du siehst gut aus, mein Schatz. Und ich kann mich entspannen. Hey, das ist cool. Ich will auch so eine Weste. Oh, hab ich gut geschlafen. Ich mach mich mal besser fertig. Ich putz mir zuerst die Zähne. Oh, Oma hat wieder die ganze Zahnpasta verbraucht. Zum Glück haben wir mehr. Und jetzt warte ich. Ich versteck mich und erwische sie auf frischer Tat. Die Wanne ist der perfekte Ort. Aber ich muss still sein. Ich glaube, ich höre sie. Oh, mein Atem ist schlimm. Was habe ich denn gegessen? Da kommt sie. Ich putze mir mal lieber die Zähne. Sie ist so langsam. Solange ich warte, kann ich auch etwas Spaß haben. Gleich da. Nur noch ein paar Schritte. Da bin ich. Dann schrubbe ich mal meine Beißerchen. Und wo ist die Zahnpasta? Aha. Ein bisschen drücken, noch ein bisschen mehr. Erwischt. Ich meine, ja, Schatz. Stimmt etwas nicht? Gib mir die Zahnpasta. Du solltest diesen Zahnpastaspender nutzen. Die Tube kommt da oben rein. Dann kommt der Spender an die Wand. Wenn du den Hebel drückst, kommt genau die richtige Menge Zahnpasta raus, siehst du? Was für ein praktisches kleines Gerät. Hey, Mami. Lecker. Was ist mit deinen Sachen passiert? Du bist total schmutzig. Was soll's? Stopp, wir müssen dich erstmal sauber machen. Aber Mom, ich hab Hunger. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aha, damit wird das auf jeden Fall gehen. Später muss ich Wäsche waschen. Wenigstens habe ich jetzt ein sauberes Shirt. Ich habe ein sauberes T-Shirt für dich. Na gut, aber das wird ja auch schmutzig. Wie kann das denn immer sein? Sag nichts. Sieh das hier an. Oh, muss ich wirklich? Mom, du bringst meine Haare durcheinander. Schnell, Mami. Danke. Schon besser, jetzt kannst du essen. Na, endlich. Ich liebe das. Schau mal die schokoladige Köstlichkeit. Nein! Mach das nicht. Ich kann nicht hinsehen. Schon okay? Einfach atmen. Moment. Diese Tüte bringt mich auf eine Idee. Der ist schick. Das schmeckt voll lecker. Ach, das klebt an meiner Hand. Schon besser, ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich muss deine Wäsche nicht waschen. Okay, Mom, ich bin fertig. Dann ziehen wir dir das wieder aus. Ich muss nur die Tüte abnehmen. Heb die Arme mal hoch.
Und deine Sachen sind schön sauber. Na dann geh spielen. Bye, Mom. Bye, meine Süße. Hallo? Warte kurz. Mami hat ein Meeting. Sei ruhig, Olivia, ja? Verstanden. Das sieht spaßig aus. Was zur... Oh, ja, stimmt. Sorry. Machen wir weiter. Es ging um die Umsatzprognose für nächsten Monat. Die Prognosen sehen gut aus. Ich, flog da gerade ein Schuh? Mami, Mami, wer ist der lustig aussehende Mann? Olivia, was habe ich dir denn gesagt? Das ist so frustrierend. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Klebe einen Streifen Klebeband quer über einen Hula-Hoop-Reifen. Und dann nochmal vertikal. Kleb den Hula-Hoop-Reifen immer wieder mit Klebeband ab, bis er etwa so aussieht. Olivia, ich hab was für dich. Sieh mal, ein lustiges Spiel. Das sollte sie eine Weile beschäftigen. Probieren wir das nochmal. Also, wo war ich? Geschafft! Ich bin die Beste in dem Spiel. Sand ist lustig. Hey! Du musst den umdrehen. Ich versuch's ja, aber der geht nicht auf. Das sieht okay aus. Sieht aus, als ob sie meine Hilfe brauchen. Nehmt den hier. Mit dem geht's ganz einfach. Wow! Tada! Schau mal. Was für ein Hexenwerk ist das? Los, komm. Der ist so weich. Und bequem. Macht Platz für mich. Jetzt kann unser Urlaub beginnen. Du bist so flauschig. Mal sehen, wie es dir geht. Sag, ah. Nein. Na los, öffne deinen Mund für mich. Vergessen, wie sich merkt nicht. Okay, wie wär's mit einem Zaubertrick? Wow. Aha, erwischt. Das klappt immer. Das war ein blöder Trick. Tja, okay, damit hören wir jetzt dein Herz ab. Ich will das nicht. Hör bitte auf damit. Das macht Spaß. Dem Teddy geht's gut. Daneben, daneben. Sie müssen schneller sein. Okay, nicht bewegen. So ist gut. Was zum... Gefällt Ihnen die Musik? Gib das her. 10 Jahre studiert und wofür das alles? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich befestige den Schmetterling am Stethoskop. So hat sie keine Angst mehr. Schau mal, ein Schmetterling. Wow, der ist echt schön. Oh, er scheint auf dir zu landen. Okay, das klingt gut. Ich muss stillhalten. Hab dich! Ah, meine Ohren! Ups, wollen Sie den Teddy halten? Nein, nein, schon okay. Ich muss zum Ohrenarzt. Oh. Komm schon, nein, nein, nein! Ist jemand zu Hause? Ist das die Tür? Papa! Aufmachen! Papa! Hat jemand was gesagt? Das war wahrscheinlich nichts. Na dann, zurück zu meinem Buch. Hey, ich weiß, dass jemand zu Hause ist. Oh, komm schon. Okay, ich mach auf. Du hast aber lange gebraucht. Egal, hallo. Ich habe ein echtes Schnäppchen für dich. Diese lebensverändernde Pfanne. Ich bin daran nicht interessiert. Wie wäre es mit diesem wunderbaren Staubsauger? Dein Zuhause wird staubfrei sein. Nein. Okay, ich mag Herausforderungen. Wow, schau dir diesen persönlichen Reiniger an. Deine Ohren und Nase werden so sauber sein. Versuch's mal. Wow, danke, das ist cool. Großartig, jetzt gib mir, was ich will. Oh, richtig. Hier hast du ihn. Hä? Soll das ein Witz sein? Hey, mach nicht die Tür zu. Ich kann's kaum erwarten, den auszuprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Los geht's. Das kitzelt. Das gefällt mir. Warte mal, ich hab da eine Idee. Komm her, Papa. Was ist los? Halt still. Was machst du da? Vertrau mir. So sieht's in deinem Ohr aus. Ekelhaft, das ist da wirklich drin.
Das ist nicht gut. Ich muss weg. Ha, ein tolles Gadget. Guck mal, ich bin eine Künstlerin. Voll schön, oder? Nee, nicht wirklich. Du musst die Stifte so halten. Echt jetzt? Ja, probier's mal aus. Okay, das krieg ich hin. Viel Spaß. Das macht Laune. So? Versuch's nochmal. Halte den Stift mit deinen Fingern so. Ah, schon kapiert. Gut, du bist dran. Echt schwierig. Wäre ich nicht Ihr Vater. Wie war das? Na dran. Okay, und noch einen Versuch. Halte deine Hand so. Und deine Finger hältst du so. Genau so. Echt so? Ich hab Angst, Papa. Du schaffst das. Ich geb auf. Das war toll. Moment mal. Das ist die Lösung. Genau, was ich jetzt brauche. Stülpe den Haargummi über deine Finger. Fädle den Stift wie abgebildet hindurch. Perfekt. Versuch's nochmal. Was male ich nur? Ich hab's. Nicht schauen, Papa. Fertig. Augen auf. Guck mal, das sind wir. Das ist wunderschön, Liebling. Das ist meine Tochter. Einfach die Schlaufe drüber ziehen und das war's. Danke, Mom. Okay, versuchen wir es. Steh auf. Komm, Süße. Wow, das ist fantastisch. Das ist viel besser als meine Rollschuhe. Das ist ungerecht. Okay, Kleine, Zeit für die Schule. Hier ist deine Tasche. Danke, Papi. Und meine Schuhe? Oh, fast vergessen. Kein Problem, ich hole sie dir. Stillhalten. Das kitzelt. Okay, versuch nochmal stillzuhalten. Lass mich dir bitte helfen. Sorry. Na endlich. Viel Spaß in der Schule, ja? Okay. Tschüss, Papa. Tschüss. Puh. Echt anstrengend. Ich ruhe mich nur kurz etwas aus. Mach auf, Papi. Ich bin hungrig. Okay, warte kurz. Fühl dich, mein Liebling. Brauchst du noch was? Oh, endlich entspannen. Was denn jetzt? Das ist so unfair, Papa. Was ist denn? Es regnet und ich werde nass. Schon gut. Nimm den Regenschirm mit. Danke. Tschüss. Hört das denn nie auf? Ui, ganz schön stürmisch. Oh nein. Mein Regenschirm ist kaputt. Nein, nein, schon gut, Liebling. Aber... Ich will nur etwas Zeit für mich. Ich wollte Golf spielen. Moment mal. Der Duschvorhang. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Falte einen Duschvorhang als Dreieck zusammen. Schneide die Spitze ab, lege zwei Stücke übereinander. Mit hitzebeständigem Papier und einem Glätteisen befestigst du es aneinander. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Wow, Papa, der Poncho ist echt toll. Sieht gut aus. Jetzt kann ich rausgehen. Ja, ich bin ein Genie. Echt toll, ich werde nicht nass. Oh, die Sonne. Aber ich will meinen Poncho tragen. Oh, es geht doch nichts über frisch gepressten Saft. Guten Morgen, Mom. Hier hast du ein schönes Glas Saft. Ach, ich will den nicht. Der ist eklig. Der ist gut für dich. Ich hätte lieber Schokolade. Keine Schokolade zum Frühstück. Aber, dann versuch doch, mich aufzuhalten. Gib das her. Nein, das ist meine. Jeden Morgen dasselbe. Moment, vielleicht hilft mir dieses Poppet.
Das könnte nützlich sein. Ich denke, das wird klappen. Nimm ein Poppet und befülle es mit Saft. Fülle es komplett auf. Leg das Poppet in den Gefrierschrank, bis der Saft gefroren ist. Hol ihn dann aus dem Poppet raus. Wow, das sieht toll aus. Olivia wird's gefallen. Ich würd's essen. Olivia! Was? Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Koste mal. Wie du willst. Wehe, das schmeckt nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Mach weiter. Bitte. Das ist gut. Ew. Das ist wie Eis am Stiel. Danke, Mom. Und die hier kommen in den Müll. Dancing Dingle Dorps. Oh, das ist gut. Ich kann nicht wegschauen. Oh, okay, das Popcorn ist alle. Keine Bange, mein Schatz, ich hab da was. Warte genau hier. Ich gebe die Körner in die Pfanne und erhitze sie. Ich hoffe, du magst es knusprig und verkohlt. Also, das kommt in den Müll. Versuchen wir es nochmal. Ich denke, das wird klappen. Nicht mehr lange. Ich bin vorbereitet. Das hätte übel enden können. Aber wir haben Popcorn, siehst du? Ja, ganz toll. Wir brauchen das hier. Ich schütte die Körner in den Popcornmaker. So einfach. Dann kommt die Abdeckung drauf und wir schalten ihn an. Oh, da passiert was. Wow, das Ding macht Popcorn. Eine Menge leckeres Popcorn. Das ist viel einfacher, stimmt's? Die schmeckt lecker. Was hast du da am Gesicht? Was meinst du? Oh, das ist gar nichts. Warte hier, das haben wir gleich. Ein Pflaster für dich? Mom, hör auf! Bitte, lass das! Oh, ich hab's! Lege ein Pflaster vor dich hin. Male etwas auf das Pflaster. Am besten ein lustiges Motiv. Jetzt kommt Farbe hinzu. Ich liebe Eulen. Gleich fertig. Ein Pflaster mit lustigem Motiv. Wow, die sehen toll aus. Ich nehme die Eulen. Yeah, cool. Wie sehe ich aus? Wow, die sehen toll aus. Danke, Mom. Du bist die Beste. Lächeln, Liebes. Lass mich mein Haar richten. Los. Lass uns eins zusammen machen. Das wird gut aussehen. Schauen wir es uns an. Oh, wie hübsch. Oh, ich weiß. Mama? Das wird großartig. Du bist wieder da. Was für ein Tag. Aber ich habe die Fotos. Mama, das hättest du nicht tun müssen. Wir haben doch diesen Mini-Drucker. Ich wähle einfach über die App auf meinem Telefon den Filter aus und dann drucken. Wow, schau dir das an. Das bist du. Was für eine tolle Technologie.
Jetzt werde ich es ausprobieren. Ich hab's geschafft. Die sind total witzig. Warte, bis meine Freunde die sehen. Wow, wir sehen toll aus. Ich brauche einen Kaffee. Seit wann bist du hier? Morgen, Papa. Hi. Ich will frühstücken. Okay, das haben wir gleich. Das macht Spaß. Ich schaukle auf dem Stuhl. Schluss damit. Man kippelt nicht. Hier ist dein Frühstück. Schön aufessen. Und kein Kippeln mehr. Das ist gefährlich. Ich hoffe, es schmeckt dir. Du kannst loslegen. Lecker. Guten Appetit. Danke, Papa. Sie ist so niedlich. Ich liebe Cornflakes. Und Kippeln liebe ich auch. Was hast du gesagt? Ach, gar nichts. Es wird nicht gekippelt. Hör auf damit. Aufhören, das ist zu viel. Was hast du angerichtet? Ups. Schluss mit dem Gekippel. Jetzt darf ich das aufräumen. Wo ist sie hin? Sie war doch gerade noch hier. Hallo? Moment mal. Hi, Papa. Das reicht jetzt. Hey, diese Haken könnten die Lösung sein. Wieso fällt mir das jetzt erst ein? Ich befestige doppelseitiges Klebeband an den Stuhlbein. Dann kommen die Saugnäpfe drauf. Den Stuhl umdrehen und wir sind fertig. Ist jetzt auf, Schatz. Hm? Wieso bewegt sich der Stuhl nicht? Kein Kippel mehr. Okay, dann eben nicht. Dieser Kaffee. Bereit fürs Bett, Liebes? Machen wir es dir gemütlich. Okay, Schlafenszeit. Ich räume noch schnell das Spielzeug weg. Danke, Mom. Was ist das denn? Ist da jemand? Oh nein, das kann nicht sein. Ein Monster? Ah! Nicht weggehen! Was machst du? Schon gut, Schatz. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warte kurz, ich räume hier schnell auf. Das Klebeband könnte nützlich sein. Ich denke, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Nimm eine Rolle und leg sie vor dir hin. Klebe dann zwei Streifen über die Rolle. Genau so. Und nun malst du das Klebeband aus. Nimm verschiedene Farben, um ein Muster zu machen. Wir machen einen Regenbogeneffekt. Ich lege mein Telefon hier hin, aber das Licht muss an sein. Wow, das ist eine Nachtlampe. Nun kann mich das Monster nicht mehr holen, Nachtmam. Ah, ich bin auch müde. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ah, das fühlt sich gut an. Warte, was ist das für ein Geräusch? Nope, ich brauche meine eigene Nachtlampe. Jetzt werde ich süße Träume haben. Na, Kinder, habt ihr Lust auf Spaghetti? Alles in Ordnung, Mom. Lecker! Soße gibt es natürlich auch. Das sieht gut aus, Mami. Naja, von mir aus. Wow! Hey, echt lecker. Schön aufessen. So spare ich mir den Abwasch.